Ein Selbstmordattentäter als dummer August. Unschuldig, aber lebensgefährlich. Der österreichische Künstler Christian Eisenberger lässt es wieder einmal ordentlich krachen. Sein Außenbeitrag zum Black River Festival bringt die Wiener auf Touren. Holt sie raus aus dem grauen Alltag. Der Speisesaal eines ehemaligen Hotels im zweiten Wiener Bezirk, umgebaut zu einer Galerie. 15 Street-Art-Künstler aus aller Welt legen Hand an weiße Wände. Der Israeli No Hope arbeitet gerade an einer seiner Erzählungen. Hier entsteht die Ausstellung des Black River Festivals. Mit Black River ist die Donau gemeint, die vom Schwarzwald über Wien ins Schwarze Meer fließt. Und in der Street Art ist sowieso alles im Fluss. Ich habe eigentlich versucht, eine Gruppe von Künstlern zu suchen, die diesen klassischen Street Art Begriff eigentlich erweitern. Es gibt jetzt, wenn man sich hier umschaut, kaum so das klassische Graffiti in dem Sinn. Der Mann mit der Kappe ist unser Clown von vorhin. Er unterhält sich mit seinem größten Sammler. Auch das gibt es in der Street Art. Christian Eisenberger gehört zu einer Generation junger Künstler, die im öffentlichen Raum und im Atelier arbeiten. Dort herrscht kreatives Chaos. Eisenberger malt und das viel schnell und impulsiv. Er mischt Acryl, Dispersion, Silikon. Vieles davon verträgt sich nicht, zerrinnt, ist im Ergebnis nur teilweise kontrollierbar. Ich nehme das Risiko in Kauf, dass ich eine weiße Leinwand habe und keine Idee habe. Ich habe ein gewisses Pensum an Farben da und dann lege ich mal los. Und dann schaue ich mal, es wird viel Schlechtes natürlich, aber dann gibt es ein paar gute Sachen. Und das ist ja ganz gut so. Und die hätte ich ja nie gemacht, hätte ich im Vorhinein irgendwelche Skizzen gemacht. Eisenbergers Malerei wird von einer renommierten Galerie verkauft. Seine erste große Einzelausstellung hatte er kürzlich im Wiener Künstlerhaus. Begonnen hat alles mit diesen Pappfiguren. Tausende hat Christian Eisenberger in Wien verteilt. Einige haben den Weg in Wohnungen gefunden. Etwa in die von Philipp Teuchtler. Der Besitzer eines Wiener Plattengeschäfts sammelt, was sonst ohnehin von der Müllabfuhr entsorgt wird. Mehr als 2000 Werke auch internationaler Streetart-Künstler hat er schon. Der Sammler findet, tauscht, wird zum Geburtstag beschenkt, kennt die meisten seiner Schützlinge persönlich. Sein erstes Stück hat er vor 10 Jahren ergattert, eine Pappfigur von Christian Eisenberger. Man hat ja mit jedem von diesen Arbeiten eine Beziehung. Das ist ja für jede Kartonfigur, die ich da hinten im Lager habe, die hat man ja gefunden, da ist man gegangen, steht man irgendwann in der Früh auf, schaut aber schon, was aufgestellt hat. Nicht alles, was Künstler auf der Straße hinterlassen, kann man sammeln. Der 23-jährige New Yorker Akash Nihalani arbeitet mit Klebeband. Er zerstört nichts, muss aber damit rechnen, dass sein Werk bald wieder entfernt wird. Deshalb dokumentiert er, wie die meisten Street-Art-Künstler, alle seine Arbeiten. Wenn ich Kunst auf der Straße zurücklasse, dann distanziere ich mich von dem Wunsch, sie zu besitzen. Sie gehört jedem, ist Teil der Umwelt. Niemand besitzt sie. Das finde ich großartig. An andere denken auch die Mitglieder des Graffiti Research Lab. Das ist ein Team aus Programmierern, Künstlern und Technikern. Sie entwickeln Gratis-Software und kostengünstige Technologien für klassische Graffiti-Künstler. Ihre neueste Erfindung ist der iWriter, entwickelt für einen befreundeten Künstler, der nach einem Unfall gelähmt ist. Nur durch Bewegung seiner Augen kann er wieder kreativ sein. James Powderly präsentiert das Gerät hier live. Eine Erfindung mit Anwendungsmöglichkeiten, die weit über die Graffiti-Szene hinausgehen. Der Physiker Stephen Hawking soll interessiert sein. Wenn du den Softwarecode, so wie wir es tun, offenlegst, kann ein anderer Programmierer was auch immer daraus machen. Du kannst zum Beispiel das Eye-Tracking mit einem Programm kombinieren, das den Cursor am Bildschirm bewegt. Das geht ganz einfach. Man könnte Photoshop ansteuern oder du kannst vielleicht Nike-Werbung mit deinen Augen entwerfen. Maybe now you can make Nike advertisements with your eyes.
Viele interessierte Besucher der Ausstellungseröffnung bekamen Street Art zu sehen, die mit Schmierereien anwenden, rein gar nichts zu tun hat. Auch wer nur in die Ausstellung kommt, versäumt nicht, was draußen auf der Straße passiert ist. Alle Außenprojekte des Black River Festivals wurden dokumentiert und sind Teil der Ausstellung. Unser Clown vom Beginn der Geschichte ist längst verschwunden. Es bleibt die Einsicht, Street Art ist mehr als nur die Laune eines Augenblicks.